Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil meiner Aufgebraucht-Serie vom September 2015. Hier ist alles bunt durchmischt, deswegen fangen wir einfach mal mit einem Nahrungsergänzungsmittel von der Marke Magnitrans an. Hatte ich mal in einer Box drin, ist ein Direktgranulat mit Magnesium und Zitronen-Grapefruit-Geschmack. Ich finde die Idee von Direktgranulaten sehr schön, denn so muss man nicht warten, bis sich das Magnesium im Wasser aufgelöst hat und endlich aufhört zu sprudeln, sondern ist auch eine super Alternative für unterwegs. Der Vorteil, dass man es nur im Mund zergehen lassen muss, wird aber nachteilig, wenn es zu sauer ist. Also Zitrone Grapefruit ist manchmal echt so sauer gewesen, dass man dachte, man beißt gerade in eine Zitrone rein. Also ich hatte wirklich manchmal Probleme, das lange genug im Mund zu lassen, bis es sich aufgelöst hat. Von daher, wer sauer nicht mag, für den ist das nicht die richtige Geschmacksrichtung. Ich fände die besser für solche Granulate, die man sich halt dann im Wasser auflöst. Hier fände ich jetzt beim Direktgranulat eindeutig die Orangen oder eine süßere Geschmacksrichtung viel besser. Dann haben wir von Schwarzkopf die Essence Ultimate Serie wieder leer gemacht. Und zwar aus der Crystal Shine Linie die Spülung von glamourösen Glanzboost wird hier gesprochen für glanzloses und normales Haar. Also ich finde den Duft einfach nur so himmlisch und suchtfaktormäßig und die Spülung hat einfach das getan, was sie soll, mein Haar gepflegt und hat auch Glanz ihm geschenkt, von daher ein klasse Produkt. Dann können wir auch schon zu der Mundhygiene kommen. Und zwar haben wir da von Sensodyne die Cool Fresh Mundspülung, die vor Schmerzempfindlichkeit schützen soll, leer gemacht. Da fand ich einmal hier die Dosierhilfe richtig cool. Und zwar ist hier sozusagen eine kleine Insel drin. Und bis zu ihrer Höhe soll man dann halt das Becherchen voll machen. Ist mal ein bisschen cooler gelöst als nur mit einem Füllstrich an der Seite. Von daher schon mal smarte Verpackung. An sich fand ich die Mundspülung auch sehr angenehm im Geschmack. Ich fand auch meine Zähne und mein Zahnfleisch waren dann gut gepflegt und versorgt und auch die Schmerzempfindlichkeit war so ein bisschen runterstimuliert, sage ich jetzt mal, aber total Abhilfe hat es nicht geschafft. Natürlich waren sie manchmal noch auf Wärme oder Kälte schmerzempfindlich, aber gerade dann am Abend fand ich, war es so ein schöner Abschluss meiner Zahnpflegeroutine, von daher eine gute Mundspülung, ich kann nicht meckern. Dann haben wir eine Zahnpasta leer bekommen von der DM-Eigenmarke Dontodent. Cool Fresh heißt sie. War in so einem Eisblau. Hat so gut geschmeckt, war schön frisch, kann ich nicht meckern. Gute Zahnpasta zum kleinen Preis. Als nächstes haben wir zwei Handcremes leer gemacht. Und zwar einmal die von DM aus der Serie Balea Men Active Care. Sie ist jetzt mit neuem Duft und dieser neue Duft gefiel meinem Papa gar nicht, deswegen musste ich sie alle machen. Also es riecht halt so ein bisschen frisch, aber dann auch wieder so ein bisschen so, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Aftershave riechen oder irgendwas Komisches. Also ich kann den Duft nicht beschreiben, also für mich stinkt es dann schon fast. Ich habe es dann meist abends schön dick auf meine Hände aufgetragen und dann Baumwollhandschuh drüber gemacht, dann habe ich es nicht mehr so gerochen oder irgendein Parfum gesprüht. Also zum Glück war der Duft nicht so sehr aggressiv, aber man hat ihn schon gerochen, wenn man es aus der Tube geholt hat. Von daher Flop-Produkt in diesem Aufgebraucht-Video. Da fand ich die Handcreme von Mavala Switzerland viel schöner. Die hat, glaube ich, so ein bisschen wie Seife gerochen. War auch schön in der Konsistenz. Also hier fand ich den Duft sehr angenehm. Und einfach nur eine gute Handcreme, kann ich wieder mal nicht meckern. Revolutionär war sie natürlich nicht, wie keine andere Handcreme, die mir eine total neue Handhaut geschenkt hat, sage ich jetzt einfach. Dann haben wir auch eine Creme alle bekommen, und zwar von Bon Lauri, die Kokosöl-Kosmetik festigende Anti-Falten-Creme. Hier war einfach nur so klasse, wie sie gerochen hat. Also ich kann jetzt hier auch manchmal noch reinriechen und es riecht es einfach nur Kokos. Also es ist, als wenn man sich so ein Bounty ins Gesicht cremt. War so genial. Dann hatte ich aber im Sommer mal zwischenzeitlich eine andere Gesichtscreme genommen und wo ich dann angefangen habe, die wieder zu nutzen, hat die dann nicht mehr so ganz super nach Kokos gerochen, sondern so ein bisschen butterig. Ich weiß, das ist eine komische Beschreibung, aber es riecht für mich dann irgendwie so ein bisschen butterig, fettig, so halt nicht mehr so schön frisch nach Kokos. Das ist, war so ein bisschen der Nachteil. Also ich glaube, es ist so, da ist so Naturkosmetik. Ich habe es zwar jetzt nicht hier auf diesen Verpackungen gelesen, aber man sollte sie dann doch schon in einem Stück leer machen.
Aber an sich, am Anfang war ich sehr begeistert. War eine schöne, leichte Creme und hat so lecker gerochen. Total La-Faktor. Und dann habe ich die Rival The Loop Green Tea Augencreme leer gemacht. Und zwar war das ja hier die für normale und Mischhaut. Und ich persönlich muss sagen, dass mir hier die Verpackung jetzt letztendlich nicht so gut gefällt. Sie ist natürlich optimal dafür, dass man halt die kleinen Kügelchen, die sonst hier drin war, super sieht. Aber dadurch, da ich ja auch die Tagescreme und die Nachtcreme nehme, die haben ja einen viel größeren Umfang, war es dann schwierig, hier dann am Ende die Creme rauszuholen. Denn gerade wenn man Fingernägel hat, hatte man dann mehr Creme unterm Fingernagel als auf dem Finger zum Verteilen. War jetzt ein bisschen nachteilig. Deshalb ist jetzt meine Entscheidung, ich bin bei Augencremes eindeutig der Fan von solchen Tuben, denn so lässt sich viel leichter und einfacher unterhalb der Augen erstmal hingeben und dann kann man es schön verteilen. Von daher viel besser. Hier ist natürlich der Vorteil, dass man es halt dann als Eyecatcher schön mit Kügelchen im Gläschen sieht. Also es ist zum Glück auch nicht zu hoch, das Töpfchen. Man kommt noch an alles rein, man kann alles leer machen. Und ich finde ja das Produkt so toll. Ich habe es mir auch schon nachgeholt. Von daher wäre meine Anregung nur mal in einer vielleicht anderen Verpackung, die einen größeren Umfang hatte, das zu geben. Aber ist natürlich jetzt nur kritisieren auf hohem Niveau. Das waren schon alle meine Produkte in diesem Monat. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Tschüss!